Ja, ich glaube, recht viel deutlicher geht es nicht auswärts 4-0 gegen die Austria. Gott gehört der höchste Derby-Sieg seit über 30 Jahren oder so. Macht uns überglücklich. Auf die Mannschaft, weil sie heute ein bisschen ein anderes Gesicht gezeigt haben. Wir haben gute Umschaltmomente gehabt, waren sehr effizient. Trotz allem haben wir die ein oder andere Chance gehabt, wo wir höher gewinnen hätten müssen oder können, aber nichtsdestotrotz auswärts 4-0 gewinnen ist wirklich ganz stark. Ich denke, dass uns erste Halbzeit das frühe Tor natürlich in die Karten spielt. Dann war es, glaube ich, eine offene Partie, erste Halbzeit. Wir haben das 2-0 gemacht. Zweite Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft haben. Hätten durchaus höher gewinnen können, aber wir nehmen natürlich das 4-0 mit. Ist ein super Tag für uns Rapidler, mich freut es auch für die Fans, die heute wieder zahlreich da waren. Es fühlt sich auch wie ein Heimspiel. Wir haben das am Rasen auch gezeigt. Wir waren heute wirklich klar besser und haben verdient gewonnen. We started so good today. We were so aggressive. We played very good football and that's why it was this result also 4-0 today. Es war wichtig, dass wir die ganze Woche im Staff miteinander diskutiert haben, wie könnten wir spielen, wo sind unsere Stärken. Wir müssen natürlich auch rechnen, dass Sturm Graz 3 Tage später ist, 4 Tage später wieder Admira. Wir müssen das Gesamtpaket sehen und wir sind sehr glücklich, dass das Spielplan aufgegangen ist. Ist nicht immer so und dass wir so effizient waren heute, Gott sei Dank. Ja, natürlich war das auch Taktik. Ich denke, deshalb habe ich Stürmer gespielt, dass wir die Räume hinter der Abwehr ausnützen. Ist uns, glaube ich, auch zugute gekommen, dass der Austria selber auch Fußball spielen will. Da tun wir uns immer leichter, weil wir mehr Raum haben dann. Und ja, ich denke, dass das Geheimnis war. Derby ist immer ein besonderes Spiel für uns alle, nicht nur für mich. Ich habe schon einige Tore gegen Sie geschossen. Es passt mir. Es ist ein wichtiger Sieg heute für uns und mich freut es natürlich, dass ich der Mannschaft helfen habe können. Das war erste Ballkontakte und ich bin sehr glücklich, weil das war Tor. Heute sehr wichtig, 3 Punkte und die ganze Mannschaft sehr gut gespielt heute. 15 Minuten vor Spielende hast du den Ehrenkapitän Steffen Hoffmann eingetauscht, der auch zu Recht bejubelt wurde. Als erstes war es ein persönliches Dankeschön von mir, weil er mir am Anfang meiner Trainerkarriere sehr geholfen hat. Ohne ihn würde ich wahrscheinlich jetzt nicht da sein. Da will ich nochmal Danke sagen, Steff. Und das hat er sich einfach verdient. Schade, dass er kein Tor gemacht hat. So important for us, for fans, this winner derby. And last 5 matches we did not lose and I hope we will continue this series. Sturm hat jetzt auch gewonnen, die haben auch Selbstvertrauen. Kapp hat sowieso seine eigenen Gesetze, da geht es um alles. Es wird ein schwieriges Spiel in Graz am Mittwoch, das wissen wir. Wir werden jetzt gut regenerieren und werden uns dann auf das Spiel vorbereiten. Ich probiere es heute zu genießen, aber wir müssen schon wieder tüfteln, wie wir regenerieren, was wir machen die nächsten 2 Tage und wie wir gegen Sturm Graz spielen. Ich persönlich nehme Selbstvertrauen mit, aber ich denke, dass wir in letzter Zeit viele Tore geschossen haben, wenig gekriegt haben und das sollte reichen für den Sieg nochmal.